Autofreunde, aufgepasst! Titanic drückt aufs Gas und knattert mit dem neuen Titanic Tempo Magazin an den Kiosk. 11 Seiten Autoerotik, tabulos und nicht zu stoppen. Alles über die Feinstaub- und Tempolügen der Ökofaschisten-Lobby. Rührende Erinnerungen an die Autos unserer Väter und Väterväter auf der Nostalgierückbank. Und eine hochpolitische Telefonaktion. Deutsche Autoaktivisten stoppen mit dem Verbund der Autoindustrie Merkels geheime Tempolimitpläne. Liebe Kanzlerin, also ich bin gegen 130. Erstmal wegen dieser ewigen Bevormundung vor allem und zweitens, es bringt ja überhaupt nichts. Und die Autoindustrie ist das Wichtigste, was das deutsche Land hat. Wer dieses kaputt machen sollte, aufgehangen werden. Titanic Tempo, die PS-Beilage, nur in der neuen Titanic März-Ausgabe. Mit einem rasanten Grußwort vom Feinstaub Andi. Kaufen und drauf abfahren.